Und wir sind wieder da. Der Rufus schaut blöd. Die Goal begeilt sich am Janosch. Und wir müssen den Plan nochmal erklären. Ist er eigentlich nie auf? Letztes Mal, okay? Ich bin auch ganz ernst. Reiß dich zusammen, sonst fliegst du. Das ist zunächst nur ein Klecks. Nur ein Klecks? Und das soll dein Plan sein? Ah nein, das ist nur das falsche Dia. Also, wenn du deine Truppen genauso würst wie deine Wohlträge, dann gute Nacht. Janosch hat recht. Wir verschwenden nur unsere Zeit mit diesem Angeber. Oh, schade. Ich hatte mich so auf den Plan gefreut. Jetzt wartet doch mal. Das war doch nur ein Test. Es ist natürlich kein Klecks. Ja, was denn sonst? Ja, es ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht um... Wow, was für ein Ritual. Und wie? Das haben wir im Grunde schon gehabt. Hier. Was ist das? Eine Organon-Basis. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Das ist die Lage. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe. Bombe hochgelassen. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Gold hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Es ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Nein. Ein Hoch auf Rufus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay.
Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, 3 Goals zu daten. Aber Rufus! Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach Indocs Labor, ja? Jupp. Also wir probieren es zumindest. Nur so leicht wird es nicht gehen. Sie steht auf mich. Oh. Was ist denn hier los? Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Wieso? Was geht denn da drin, Furschig? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Gol eine funktionierende Widerstand. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgots bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Gol als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es zur Wollenstunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit, für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Jo. Ich würde sagen, wir gehen gleich einmal zur Tür. Was hast du vor? Was wohl? Ich gehe da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja. Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Ich hab meine... Was war denn das jetzt? So. Liebold. Ich soll... Ist das jetzt auch ein... Roboter, oder? Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zapp. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Na endlich! Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch! Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht.
weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Von wegen. Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Ha, jetzt hast du dich verraten. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Sind mir auch. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Ausrede. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Zukünftiges Ich? So ein Unsinn. Du kapierst es nicht, oder? War ich denn wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Gib dir keine Mühe, Cletus. Ich bin nicht Cletus. Ich komme aus der Zukunft, du Auflaufmodell. Du nennst mich Auflaufmodell? Ja, weil du eins bist. Ein dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das geht nicht. Als ich du war, habe ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Das ist mir egal. Ich will die Knarre. Begreif es doch endlich. Wenn ich dir jetzt die Knarre gebe, verändern wir den Zeitstrahl. Ich würde mich auflösen und wir müssten alles wieder von vorne machen. Sei doch nicht so ein Egoist und gib mir endlich die Knarre. Wenn hier einer ein Egoist ist, dann du. Oder hast du Gold schon befreit? Eine eigenen Knarre würde ich sofort machen. Also ich hab's mit bloßen Händen geschafft. Entweder ich kriege jetzt meine Knarre oder hier passiert gar nichts. Du kannst die Waffe haben, sobald du Gold befreit hast. Warum befreist du nicht Goal und ich kümmere mich um die Rebellen? Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben jetzt bereits schon wieder passiert. Ja. Ist doch logisch. Also ich hab's beim ersten Mal verstanden. Genau wie ich. Warum machst du es nicht einfach selbst? Weil ich hier die Stellung halten muss. Und warum kann ich nicht die Stellung halten? Weil ich die Knarre habe. Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja, schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus, was treibst du da? Chillen. Töten!
Beißt ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten und habe mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Oh. Ich darf doch, oder? Passt rein. Noch zwei Fernbedienungen. Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Donnerwetter. Donner hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Aha. Mist. Es funktioniert nicht. Das muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Okay. Warte, ich mal mit Doc. Alles klar bei euch? Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Naja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Naja, sie sagten Sachen wie, wo sind die Aufstiegscodes und so. Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Irgendeine Idee? Leider nein. Mir sind sozusagen die Hände gebunden. Ihr sind die Hände gebunden? Auch das. Vielleicht hat Lady Goal ja eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Dieses Element an Donners Schläfe, ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja, ich habe es selbst eingebaut. Wieso fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Hol lieber noch eine zweite Meinung ein. Überlass das mir. Habe ich eine Wahl? Nope. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken, aber die Fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll... Psst, Goal! Rufus, endlich! Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Also keine Pfannkuchen, richtig? Doc hat erwähnt, dass Donner auch so ein Implantat hat. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte... Untersteh dich! Ich könnte mir die Datasette auch einfach so nehmen. Ich warne dich. Ach ja? Wovor denn? Ich könnte dir zum Beispiel die Finger abbeißen. Was soll das heißen? Hast du ein Loch in der Luftröhre? Nein. Willst du eins? Ach komm schon, gib mir die Datasette. Nimm deine dreckigen Griffel von meinem Implantat. Hast du heute nicht schon genug Schindluder mit meinem Bewusstsein getrieben? Tja, ich hab dich ganz schön durcheinander gebracht, was? Ich hab hier diese Fernbedienung gefunden. Ich glaube, sie gehört Donner. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur... Okay. Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Du wirst mir später dafür danken. Und jetzt?
Zack. Jetzt können wir die Donner sicher ändern. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporaldingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein! Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung? Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch. Jo. Der alte Körper stand ihr zwar ein wenig besser, aber im Grunde kann sie alles tragen und sieht trotzdem noch spitze aus. Wieder ein Punkt, in dem wir uns ähneln. Hehe, endlich habe ich auch eine Knarre. Und, wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. So. Jetzt gehen wir raus. Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus! Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ja! Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Und jetzt? Na endlich! Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das Cletus? So ein Quatsch! Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja?
Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Na, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Puh, für ein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. Oha, es ist gleich soweit. Die So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Aua. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Zeit für deinen Auftritt, Galle. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnickschnackschnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Tipps holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus, was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Oh, scheiße.
dicker Vater. Das hieße ja... Rufus, was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Halden, Baby. Aber, Moment. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin 1000-mal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawallgoal und Babygoal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst, weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum Deponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für allemal hinter sich zu lassen, um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Aha. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben.
Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, nein, aber get on da! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hossa, weil muss ja und so. Wusch! Da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Seide an Seide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich hab meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Porta Fisco reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Porta Fisco bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich... Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fisco. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht.
Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Oh, was ist das jetzt? Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Hätte ich dort hin sollen? So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Wo sind wir denn überhaupt fest? Isla Obacht. Ist irgendwie komisch. Naja, ich würde mal sagen, ich lasse es mal für den Part gut sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zlaus. Tschüss, Dankeschön.